Konservativ Ja, sogar. hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt von Let's Play Forst. Das ist mein Charakter übrigens für GTA Online und bestätigen. Ja, wir werden jetzt hier mit Neonatore, beziehungsweise erst werde ich alleine zocken und dann mit Neonatore zocken. Denn erstmal muss man hier so diesen Video hier anschauen und ja, danach erstmal ein paar Missionen erledigen und erst dann darf man mit Freunden spielen. Genau. Übrigens, hallo Leute, ich bin derweil auch schon mit dabei und ich würde mal sagen, schauen wir, dass der Delta hier ordentlich loslegt. Ja, auf jeden Fall werden wir ganz konkret. Hä, was? Oh mein Gott. Ich hoffe, das sieht man jetzt in den Let's Play nicht. Die fliegen, die Autos gerade hier. Ja, das wird man im Let's Play garantiert sehen. Was denkst denn Ach. du? Okay, jetzt ist Asphalt wieder da. Okay. Das war jetzt beschissen. Okay, Grand Theft Auto Online. Ja, sobald ich und der Neo hier jetzt zusammen zocken können, werden wir ein paar ganz hübsche Missionen erledigen und auch zeigen, wie man schnell zu Kohle kommt. Und was garantiert passieren wird, wir werden zeigen, falls ihr das noch nicht wisst, wie man drauf geht. Das können wir Oh nämlich am ja. besten. Da kann ich ja gleich heute mal ein kleines Märchen davon erzählen. Und zwar, ich bin die ganze Zeit von Typen gekillt worden, der im Panzer hockte, ja. Okay, gut, was mache ich? Ich stelle mich mal direkt vom Panzer hin in Passivmodus. Was macht er? Er steigt aus, geht zu mir, überlässt mir den Panzer. Gut, denke ich mir, hey, cool, jetzt kann ich auch mal mit dem Panzer herumfahren. 5 Minuten später. Auf einmal höre ich, wie von hinten ein Chat kommt und ich bin Geschichte. Das war nämlich der nette Spieler, der mir einen Panzer überlassen hat. Ja, das ist natürlich eine krasse Sache, aber ich muss dich eben unterbrechen. Leute, sehe ich nicht scharf aus? Ja, ich habe mich hier entschieden, ein weibliches, ich will jetzt nicht Objekt sagen, Charakter wollte ich sagen. Charakter, ja, nicht Objekt. Frauen sind keine Objekte, das musst du noch Also, lernen, du Italiener, du. das wollte ich jetzt nicht so sagen, aber ich meine, im Spiel ist es ja ein Objekt. Übrigens muss ich mal Brille Naja. wechseln, denn die Brille geht gar nicht. Auf jeden Fall habe ich mich jetzt entschieden, hier einen weiblichen Charakter zu nehmen, weil Neorada, Natore und alle anderen spielen ja alle nur Männer. Und ich meine, irgendeine Tussi muss ja rein, oder? Und da habe ich mich mal entschieden, freiwillig, ich mache es. Aber ihr dürft mich nicht hier anbaggern, ne? Und Ja, besonders ich nicht in den weiß. Let's Plays. Oh Mann, also danach darf ich wieder. Ja, danach darfst du wieder, wenn die Zuschauer nicht zugucken. Ja, übrigens, auf diesem Video könntet ihr ja mal kommentieren, ob wir mal Livestream machen sollen oder nicht. Denn ich habe mir das angeguckt von, frag mich jetzt nicht von wem, ich habe einfach nur so einen Livestream gesehen. Und ja, Neo, was hältst du davon, wenn wir mal so einen Livestream machen? Ja, also wenn andere Leute dann gerne mit uns zocken möchten, einfach so, wir machen dann eine Sitzung, die Leute schicken mir Anfragen, PSN und ich lade sie dann einfach mal so gemütlich ein. Dann haben wir halt eine Gruppe von, ja, weiß ich nicht, wie viele Leute hier auf den Server passen. Habe ich schon gewusst, ey. Muss ich nochmal nachblättern. 10 Stück, also nochmal 8 Leute mit uns. Ne, ich glaube, es passen mehr Leute, oder? Auf den Server. Ich glaube, Auf. 16 oder so. Achso, du meinst auf GTA-Server? Jo. Ich meinte TS3. Ah, TS3, ja. TS3 können wir genau 10 Leute, also 8 Leute noch einladen, ja. Ja, wie gesagt, Leute, wenn ihr mal mitspielen wollt hier auf GTA, schickt uns doch auf Facebook eine Anfrage. Ich werde das in diesem Video hier drunter schreiben als Comment, wo ihr da draufklicken sollt, also so ein Link. Und wenn ihr mal mitzocken wollt, einfach nur hier auf Facebook anschreiben und wir regeln das schon. Genau, das machen wir schon für euch. Übrigens, mir ist gerade was ganz Doofes passiert. Ich wollte gerade einen Monsterstunt mit dem Motorrad absolvieren. Nur das Motorrad ist irgendwie auf die Seite geflogen. Mich hat's aufgehauen und das Motorrad liegt jetzt auf dem Airport drauf. Und ich bin unten. Ja, ich kann nur sagen, es leckt rum. Deswegen Oh werde ich Mann. hier mal. Ah, ne, komm, 1 Minute, bis das Video hoch ist. Das warten wir doch noch, oder? Ja, mal So. sehen, bis es besser wird, ne? Ja. Warte auf andere Spieler.
glaube, ich werde nur mit Lama hier. Ja, einladen kannst du mich ja nicht, ne? Also jemanden einladen, Freunde einladen oder so. Nee, ganzen gar nicht. Schade. Aber das hätten wir vorher machen sollen. Wärst du in diese 20 Sekunden so eine Solo-Sitzung reingegangen, dann wäre das bestimmt gegangen. So, was nehmen wir? Also hör mal zu. Yep. Also Deklas, Asia, Karen, Asterop, Cheval, Fugitiv. Was soll ich für ein Auto nehmen hier? Weißt du, welches Auto der Michael hat, oder? Ich glaube, dieser Benefaktor. Nee. Ich Benefaktor. Das ist der hier, glaube ich. Der, ja. Nimm auf jeden Fall das, dieser, was eher wie Audi, eine Limousine aussieht. Ja, der Audi-Verschnitt, ja, nimm den. Nee, das war nicht der Audi, warte. Ja, nimm aber diesen Audi-Verschnitt, ja. Der ist, finde ich, richtig nice zu fahren und. Da, der hier. Tailgater. Ja. So, Farbe schwarz oder pink? Nee, schwarz. Pink, oder? Nee. Stinkefinger sowieso. Und bestätigen. Spieler? Der Delta, warum habe ich da noch andere? Jetzt will man. Ne? Oh, ich überfalle gleich mal einen Laden hier. So ganz gemütlich. Und starten wir mal das Rennen. Ich meine, Lamar ist jetzt keine wirkliche Herausforderung, aber. Würde ich nicht sagen. Ach, Alter, dann mach ich platt. Ich kenne Leute, die haben verloren. Ich weiß, ich selber. Das erste Mal. Ja, das ist übrigens schon der zweite Versuch für dieses Let's Play. Ja, also Versuch kann man es nicht nennen. Ich meine, es hat geklappt letztes Mal, nur halt war das Problem, dass manche Leute viel zu laut waren und man hat nichts gerafft. Genau, und deswegen haben wir uns gedacht, wir machen es lieber alleine. Ein bisschen Mühe. Und ja, was Let's Play betrifft, auch ich möchte mich verbessern. Möchte neue Maßstäbe setzen für mich, ja. Ja, ich werde das erste Spiel jetzt anfangen und fertig spielen. Das finde ich nämlich natürlich eine geile Sache. Weil ich werde auch alle Spieler, die ich jetzt solo begonnen habe und nicht fertig gemacht habe, weil einfach die Spannung nicht da war oder das Spiel einfach nur mehr anfuckt, werde ich jetzt auch von YouTube entfernen, weil ich will hier nicht, ja, Sachen drauf haben, die keiner schaut, die ich nicht fertig mache. Das ist so halbfertige Sachen. Mag ich nicht. Ja, was glaubst du? Gewinne ich oder verliere ich? Du gewinnst. Andere Option gibt's nicht. Ja, besonders für Let's Play Force, nicht wahr? Ja, genau. Ah, what the fuck, das war gerade jetzt ziemlich heftig in die Hose gegangen, fast. Ja, es passiert manchmal, ne? Bin gerade schauen, ob ich irgendwo noch Kohle machen kann. Jetzt kann ich mal mein Motorrad bestellen wieder. Ja, übrigens, guck schon mal, dass wir hier richtig Kohle machen können, wenn ich jetzt gleich zu dir stoße. Ja, es dauert mit dir noch ein bisschen, weil ich habe gerade Kopfgeld und ich will dich ja nicht auf einen offenen Server damit. Weil das Kopfgeld möchte ich dir geben. Okay. Ja, übrigens, versuch mal eine Solo-Lobby zu machen, denn ich habe keinen Bock, mit solchen Spastis zu spielen, die dich die ganze Zeit nur töten. Ja. Übrigens, Leute, leider, wenn ihr GTA Online spielt, dann könnt ihr ja mal kommentieren, was das soll, wenn man auf den Server geht und einfach mal denkt, ach, ich töte jetzt einfach mal alle. Ich meine, so funny ist es auch nicht. Genau. Man sollte lieber versuchen, zusammenzuspielen und mal richtig geile Missionen zu machen. Ich meine, was wäre, wenn auf einmal hier mehrere Leute hier drauf wären, ey? Und wär Erster. Ziemlich natürlich. Krass. Oh ja. Yeah. Das muss ja sein. 15 JP, was das auch immer sein soll. Und 1980. Und Level Up. Wow. Und Stinkefinger. Yeah. Ich muss aber meine Kleidung. Oh mein Gott, ich bin gleich tot. Ja, ich bin tot. Kann passieren. Ja.
Ja, also ich werde jetzt auf jeden Fall Videos löschen, weil es hat einfach keinen Sinn, wenn ich es nicht fertig mache, ja. Vielleicht an einem anderen schönen Tag bin ich motiviert, dass ich es mache. Noch eins, Neo. Ich frage dich das jetzt einfach hier während des Let's Plays. Du traust dich Wie? was? Nein, ich traue mich nichts. Wie soll ich das Radio ausstellen? Weil ich glaube kaum, dass wir Zeit haben, Ah, jeden einzelnen Sänger ja. anzuschreiben. Könntest du mir mal hier deinen Vertrag rüberschieben, damit ich hier die Let's Plays hochladen kann? Ja, da Geh. gibt es eine ganz einfache Möglichkeit. Kannst du gerade ins Startmenü gehen? Nein, aber unter Optionen Radio direkt aus, ne? Ja, genau. Ah, okay, perfekt. Mache ich dann So. direkt. Ich tune dir übrigens, also tune jetzt unseren, ja, dein Tussi-Wagen, ja. Ist ja Nee. genau das richtige Fahrzeug für dich. Ich mach Mit mein denen werde eigen. ich mach dir jetzt einfach ein, ja. Mit 60% Panzerung, ja. Du bekommst du Sportbremsen drauf. Tuning, Innenausstattung, einfach weil es besser aussieht. EMS-Verbesserung Nummer 2. Kann ja ein bisschen quatschen daneben, oder? Macht doch Ja. nichts. Ja, was kriegst du dann? Auspuff mit großem Endrohr. Brennstoffraum aber nicht rein, ja. Ist das also mein erster Wagen? Das wird jetzt dein Wagen, mit dem ich dich herumkutschieren kann, ja? Also. Willst du eine Carbon-Motorhaube oder soll sie Originallack haben? Nee, ich hasse das, wenn man Carbon-Motorhaube auf einen Wagen draufsetzt und dann sieht das. Wagen muss ja komplett einer Farbe sein. Was soll der schwarze Ja, Kofferraum? Bingo. Also, finde ich auch. Ich meine, beim BMW ein schwarzes Dach schaut geil aus, wenn der BMW weiß ist. Ja, oder dieser BMW, dieser M3 Sport Ausführung, wo der Kofferraum schwarz ist und der Wagen gelb oder orange. Das sieht auch geil aus, aber dass jeder Trottel das machen musste, das finde ich krass, Alter. Ja. Wir sind auf jeden Fall einer Meinung, ja. Überleg gerade einen Mattenlack oder normalen. Ach du Scheiße, ich habe vergessen, die Musik auszumachen. Ah, das ist Alter. natürlich jetzt nicht optimal, Delta. Macht nichts. Also, Audio, Musiklautstärke, Radiosender. Okay, Radio aus, perfekt. Obwohl dieser Nonstop-Pop-Music, das ist ein geiler Sender. Ja, auf jeden Alter, Fall. lernt fahren. Überleg gerade, welche Farbe ich für dich nehme. Ey, wenn du mir mit dem pinken Wagen ankommst, Auf keinen Fall, ey. dann baller ich dir den Wagen sowas von weg. Kannst ja Nee, kein Chrom. ich will da selber drin hocken. Mach Nee, Chrom. Chrom geht leider gerade nicht, ja. Schnapp dir die Drogen, okay. Willst du eher einen Tuning-Spoiler oder einen edlen haben? Das ist ein edles Auto. Warte, ich bin gerade konzentriert mit Leute töten. Ah, ich mache einfach, ja. What the fuck, ey, Alter, komm, jetzt geh drauf. Ey, versteck dich nicht. Alter, die verstecken sich hier die ganze Zeit, diese Bobbys. Wirklich? Ja. Jetzt bist du dran, Alter. Kohle einsammeln! Und Waffe natürlich auch. Dafür ist er. Schön in den Arsch rein mit die Kugeln. Und die Kohle aufsammeln. Der Bobby rennt weg. So, haben wir alles eingesammelt? Ja. Ich renne mir jetzt einfach mal hinterher. Ach komm, wir rennen nicht hinterher, oder? Nee. Oder? Nee. So, willst du übrigens wissen, wie viel Kohle ich jetzt alleine für die Felgen für deine Karre ausgebe? Wie viel? 21.380 Dollar. Alter. Was sind Gekauft. das?
Edelstahlfelgen mit Diamanten und Swarovskis drauf. Nee, Carbon. Achso, Carbon. Alter, das muss sein. Hier mein Motorrad. Was ist das? Ne, du, Dinka Doppel-T Motorrad. Die Doppel-T ist nicht schlecht. Aber leider kannst du noch nicht in die Garage stellen. Die musst du selber mal kaufen. Ist zu heiß zum Tunen. Mache ich aber hier so fertig. Ja, Alter, nur ein Schlag in den Hinterkopf und der war tot. Das war doch geil. War einfach nur geil. So. Willst du jetzt wissen, wie viel das Auto jetzt wert wäre? Wie viel? $63.300. 63.000? Ja. Yep. Krass. So, Drogenlieferung wurde absolviert. Was muss ich jetzt noch machen hier? Eine Aufgabe für Seymour, Haare schneiden und etwas zum Anziehen, ne? Genau. Also ich glaube, es kommt eh alles nach der Reihe, oder? Ja. Machst du einfach das nach der Reihe und dann würde ich sagen, beendest du die erste Folge unseres wunderschönen GTA Let's Plays. Dann treffen wir uns gleich hier auf meinem Server, ne? Jupp. Du guckst aber ja, ab und zu mal gleich, nachdem ich jetzt die Klamotten angezogen habe, ob du mich schon einladen kannst. Ja, mach ich. Ich werde immer wieder mal reingucken, okay? Okay? So früh wie möglich dann zusammen sind. Mir wurde in den Arsch geschossen, ich habe einen Blutfleck genau am Arsch. Naja, vielleicht hat er einer so hart am Arsch gehauen, dass du jetzt verblutest. Also ja, das könnte natürlich auch sein. Und Rang 3. Schade, dass ich die Mission jetzt alleine machen musste. Letztes Mal hatte ich da so ein... In der letzten Let's Play, wo wir es versucht haben, wo aber ja, du hast alles dich zu laut war. Ey. Ja, Alter. Ja, die Kills und alles geklaut, oder? Nee, das liegt ja nicht an den Kills. Der wollte alles alleine machen. Der steigt aus meinem Auto aus, anstatt bei mir zu bleiben und mir zu helfen. Alter, mein Motorrad. Wo ist der? Und wir wollten alles alleine machen und am Ende der Mission versucht er mich zu töten. Ist klar, dass der Delta dann die Knarre rausholt und ich töte ihn dann selber. Ja, so, aber Delta lässt sich das halt nun mal nicht gefallen, ne Leute? Ja, und dann, ganz krass, ich wollte mir eine Pumpe kaufen und dann steht er auf einmal, wo ich vom Geschäft raus will, vor mir und ja, kriege ich erstmal so einen Headshot. Ja. Das ist leider dieses Problem, das ist das riesengroße Problem in diesem Spiel. Aber die Leute killen einen irrsinnig gern. Ja, ich weiß nicht warum. Also wenn man in der Gruppe spielt, das ist wirklich angenehm, ja, das ist toll. Robert. Das macht Spaß. So, Hosen. Also. Ja, rennst du jetzt dann eh nur im Bikini rum, oder? Dass ich ja, was natürlich. Hab, ja, ja denke ich doch. Oh ja, mach die Beine auf, Baby. Bikinihose. Oh mein Gott, Alter, ich laufe in Unterhosen. Willst du sehen? Ja, auf jeden Fall. Lass an. Blau, was magst du lieber? Yeti-Tarn-Bikini? Was heißt oder das? Also wie guckt der aus? Sag einfach. Militär, also so ein Tarnanzug. So ein Tarn-Bikini. Oder ja, auf jeden Fall. Ja, ich kann mich nicht entscheiden. Grau, ne. Schwarz, Wolf. Auch nicht. Nee. Blumen-Bikini, nee. Nee, Inseldruck. Entweder richtig schön rot oder Tarnmuster, also. Nee, rot nicht, ich mach blau. Blauer Bikini. Oh mein Gott. Die hat Beine. Röcke. Alter, was ist das denn für ein Oma-Rock? Da, noch ein bisschen kürzer geht's. Nee, ohne Rock, oder? Soll nee, ich ohne Bikini? Rock, ey. Komm, was komm. Soll oh, das war aber ein geiler Rock. Oh,
Okay, das hört sich nicht gut an. Online-Leute sind bei mir und Kinohosen. Alter, ich zieh doch nicht hier so ein Oma-Ding. Anzugshosen. Elegant, aber nee, komm, wir bleiben bei der Unterhose. Ich laufe jetzt einfach mal mit Bikini rum. Ja, genau. Hey. Machen ja gleich hier viele in GTA, habe ich schon gesehen. Ja, aber ob das so gut ist für... Wenn sie auf dich draufballern... Macht Leder. Eigentlich gar nichts, weil es zieht weniger, also weder weniger Schaden oder so, ja. Es bleibt alles beim Alten und normal. Also, ich überlege gerade, Jeans, was ich machen Jacke. Soll. Lederjacke, graue Kürz. Sakkos, kein Kürz. Hemden. Ja, noch immer deaktiviert. Tanktops. Habe ich. Yep. Alter, wie ziehe ich diese graue, hässliche Jacke aus? Aha, da haben wir es ja. Nein, oh, ich schau mal, ob ich auf deinen Server komme, ja? Ja. Wie wäre die Idee? Alter, ich will das scheiß Ding hier weghaben. Sakkos, keine. Lederjacken. Graue, gekürzte. Nein, keine Jacke. Hab mir gedacht, du gehst jetzt im Bikini ganz normal, ne? Ja, aber er will meine graue, gekürzte Bikini-Weste nicht ausziehen. Wie bitte? Ja, will er nicht einfach. Ah. Das ist doof. Jeansjacken hat er keine, Trainingsjacken hat er keine, T-Shirts. Gelbes T-Shirt. Nein. Hemden. Ach, ich lauf doch nicht im Hemd rum, oder? Wohl? Nee, komm. Kapuzen, Pullover? Nee. Tanktops. Da. Aschgraues, Aschweiß, hä? So, übrigens, wir sind in einer Sitzung, mein Freund. Ich hol dich gleich mal ab, ja? Jupp. Wen meinst du denn eigentlich mit mir? Mit wir? Oh ja, ich hab's ausgezogen. Alter, ich seh geil aus. Ich hab zwar kleine Tittis, wie es ihr letztes Mal genannt haben, aber dafür habe ich einen geilen, knackigen Arsch. Wo wechsle ich hier die Brille? Weiß es nicht, ich fahr mal direkt zu Sportbrille. Dir, ja. Brille. Oh mein Gott, auf mich wurde Kopfgeld ausgesetzt. Schon wieder? Yep. Schau mal, dass das Auto hier nicht beschädigt, ja. Das heißt, wenn jemand kommt, steige ich aus, damit unser Auto nicht angeschossen wird. Okay.